Bei älteren Hunden ist es so, dass der Stoffwechsel schon um 20% langsamer arbeitet. Da ist es natürlich auch so, dass ein energiereduziertes Futter da sehr, sehr empfehlenswert ist. Da ist eben auf Geflügelfleisch oder Lammbasis aufgebautes Futter mit Energiegehalten bei Eiweiß würde ich einfach 20-25% empfehlen. Und Fettgehalt, der sollte 15% dann nicht übersteigen. Da ist es einfach so, dass eben die Vollwert-Seniorennahrung da sehr, sehr empfehlenswert wäre von DocReform.